Wir sind zurück im alten Sägewerk. Auf der Suche nach Anna oder... Oh Gott, irgendwas anderes? Nach alten Taschentüchern. Es ist in einem sehr schlechten Zustand. Das will er anscheinend nicht mitnehmen. Ich fürchte, es könnte in meinen Händen zerfallen. Ja, und Carina möchte sich jetzt ein bisschen umgucken. Aber da steht doch was drauf. Ja, ja. Die Hand ist ja auch da, aber vielleicht müssen wir es irgendwie anders aufnehmen. Vielleicht muss ich es drunter legen oder so. Das kann ich nicht nehmen, Zahnrad. Das ist tatsächlich eine Sägemühle, wa? Ja. Eine Vase mit ein paar Blümchen drin. Sieht eher aus wie ein Blumentopf, aber okay. Merkwürdigerweise. Aha. Sind sie nicht in der Dunkelheit verweckt. Okay. Kerze. Da liegt was auf dem Boden vor dir. Säcke. Concrete. Cemented. La Nuova Linea di Oye. It's Italienisch. Die Sprache, die ich unbedingt noch mal lernen möchte. Die war doch gerade was. Ja, da, zerbrochener Tisch. Auch in einem schlechten Zustand. Hier ist ja irgendwie alles in einem schlechten Zustand. Zum Glück müsste ich nicht zum Essen bleiben. Was steckt denn hier? Scharfes Teil. Sieht aus wie die Klinge eines Messers. Ups. Sie steckt fest im Tisch. Naja, da musst du mit etwas dagegen schlagen. Als brauchen wir einen Hammer oder irgend sowas. Nur ein Stein. Nein! Nein! Wir gehen nochmal Menü so. Okay, hätte ja. Nee, du musst auch auf die Klinge und nicht auf den zerbrochenen Tisch. Ach so! Das war nee. Nicht die Klinge. Ha! I! Sie weinen jede Nacht. Hallo? Kannst du, was ist da mit der Schublade? Kannst du die öffnen? Ah. Und kannst du festhalten und rausziehen? Moment, wie ging das gerade? Nee. Nee. Und erstmal nur anklicken, sagt er da irgendwas? Verriegelt zu sein. Kann ich da irgendwie mit irgendwas rein? Also kann ich das wahrscheinlich gar nicht anpacken, ne? Oder nicht mit mir selbst. Ich will mich ja nicht umbringen. Okay. Nee. Nee. Grrr. Das ist irgendwie so ein altes. Was ist hier mit dem Wimpel da, der da rauskommt? Ey, Wimpelchen ist nix. Okay. Hier wurde mal irgendwas reingeschmissen. Ach, hier ein Eintrag. Lucien und Margherita. Tür zu. Mit lauter Augen drauf. Da weint doch jemand. Hab's auch gehört. Aber die Musik finde ich sehr schön. Wir haben übrigens den Soundtrack. Oh ja. Dadurch, dass wir die Extended Edition gekauft haben. Ich werde nicht mehr. Da müssen wir uns verprügeln. Alte Wasserstrahlsäge. Leider kaputt. Ist ja alles kaputt hier. Alles kaputt. Ist ja auch schon ein altes Sägewerk. Geh dich erstmal weiter umgucken. Ich gucke. Die Säge. Ofentür. Nicht ganz so zärtlich. Ofen. Er brennt. Ha, no shit, Sherlock. Ist es möglich, dass hier vielleicht jemand vorbeigekommen ist? Na! Was erwartest du zu finden? Das ist dich. Hm? Der hat wohl angezündet. Von wem denn aber nur? Gerade angebracht. Ich kann etwas in den Flammen erkennen. Oh, aber jetzt mit dem Stock ist doof, oder? Denn in den Flammen? Hol's mal raus. Nee. Ist der Stock weg? Nee, ganz hinten ist der, oder? Nee, Stock ist weg! Ja, da müssen wir noch was Neues suchen. Hier rechts lag, glaube ich, auf diesem... Das kann ich nicht angucken. Hier ist eine Lampe.
Lampe. Ofen? Das ist auch nur der Ofen. Kannst du mal hier rechts nochmal gucken? Da lag irgendwie unten... Nee, also da drauf, diese Stange. Nee, das ist irgendwie der Antrieb. Das ist die Säge oder so. Stuhl. We can hear you. War doch noch eine Tür, oder? Da, die sieht nicht so... Ah, okay. Brauchen wir einen Schlüssel, okay. Ich dachte, wir finden erstmal irgendwas, womit wir ins Feuer packen können. Das ist hier nur eine Wand. Ein Regal. Ah, was ist denn da? Achso, das Fenster. Das ist das Fenster. Was liegt denn hier? Kohle. Ja, lauter Kohlespuren. Wir haben eine Taschenlampe, wa? Fällt mir gerade auf. Tja, die Kohlespur endet. Ich sag ja, dass da drunter irgendwas liegt. Na, das ist ja auch eine Tür, ne? Hier. Ja, das ist eine Tür, ja, aber die ist zu. Das ist hier für die falschen Schlüssel. Wir brauchen das ab ins Lager. Da drinnen war aber auch noch eine Tür, eine zerbrochene. Okay, das ist etwas... Ja. Muss ich sie drücken? Nee. Geht die irgendwie nicht auf? Das geht nicht, ich krieg's nicht. Vielleicht ist es so eine Schwingtür, die du von der anderen Seite aufmachen musst. Die kriege ich irgendwie nicht auf. Ja, dann... Genau. Das ist so, die geht nämlich. Ja. Er ist tropft von den Decken. Pass mal auf, bitte. Da schwebelt irgendwas, ne? Nein, nee, hier ist. Ja. Was zum. Ja, guck doch mal. Henke. Rad. Weiche Wurzeln. Was ist denn das hier für eine Gülle? Na, klick doch Wasser. Mal an. Eine Pfütze mit stehendem Wasser. Wahrscheinlich hat sie sich nach einem Wappenbruch gebildet. Guck mal nach oben. Ne. Na, bei der Decke? Sag mir, everything! Was du? Hier ist. Aushöhlung in der Wand. Eine gleichmäßige, rechteckige Aushöhlung. Da können wir irgendwas reinstecken. In der Mitte ist ein sehr kleines Loch, durch das ein schwacher Lichtstrahl scheint. Duck dich mal. Das ist gruselig. Immer. Ich habe das Licht gesehen. Entschuldigung. Wasserpfützen. Na, sag an. Wasserpfütze. Hier geht's nirgends weiter. Nee. Ich denke, wir müssen was mit diesen Wurzeln da machen. Could be. Aber ich kann hier auch nicht reinfallen. Okay. Oh, das ist gut. Das ist die Tür gewesen? Das ist die Tür. So, wir müssen irgendwas mit den Wurzeln machen. Jo, klick sie mal an. Einige Wurzeln. Ja, sie wirken weich und leicht zu schneiden. Ob das wohl ein Hinweis ist? Versuch's doch mal mit dem Messer. Ich werde es versuchen. Ah, aha. Mit diesem kleinen Messer geht das also nicht. Ich habe da noch eine andere Idee. Ich brauche etwas Größeres. Wenn du weggehen würdest, dann könnte ich es auch versuchen. Nicht so. Hast du jetzt das Licht ausgemacht, sag mal? Wenn ich wüsste, wie? Ja, weiß ich auch nicht. Aber es ist gerade dunkel gerade. Ja. Ich weiß nicht. Wie? Aber es sind doch... Hier hinten haben wir eine richtige Säge. Wahrscheinlich müssen wir ein Sägeblatt oder so klauen. Ja, aber wie? Wie habe ich denn das Licht ausgemacht? Holy shit! Kannst du mal bitte kurz ins Inventar gehen? Ist irgendwas damit passiert? Weiß ich nicht. Das heißt, das ist unsere Lebensanzeige? Ja, irgend sowas, dachte ich. Was war denn das gerade? Keine Ahnung, Geist-Dingsbums. Wo kam das her? Was macht das? Was will das? Ich mach halt mal weg. Lampe. Lampe ist schon mal gut. Ja, komische Pflanze neben da. Oh Gott, was war denn das? Das war... Ist das hier noch irgendwo? Nein. Bitte nicht. Nee, ist auch nicht mehr da. Oh Gott. Alter, Alter. Ey.
ist die Landtüchte jetzt wieder da? Ja. Komisch. Nee, lass mal nochmal da zu dem Anfang gehen, wo du eben standst. Vielleicht finden wir da noch irgendwas, wo wir jetzt den Ofen greifen können oder so. Achso, zum Ofen. Nee, da wo du eben gestanden hast und die Lampe eingesammelt hast. Okay. Also wir gucken nochmal hier. Die kriege ich nicht auf, weil die irgendwie versperrt ist. Kann ich das mit irgendwas aufhebeln? Nee. Aber hast du ja schon versucht, oder? Die Lampe, was kann ich denn damit machen? Was sagt er denn da? Gar nichts. Meine Öllampe. Es ist noch etwas Öl darin. Dann kann ich die wohl anzünden. Aber hier links kannst du nichts weiter mitnehmen, oder? Was haben wir denn hier noch? Vorhängeschloss. Was sich in diesem Lager befindet. Kannst du damit mit der Messerklinge da irgendwas ausrichten? Wahrscheinlich nicht. Kann ich nichts machen. Menü. Punk. Nee. Mit dem anderen da? Nee. Ich glaube, wir müssen das mit irgendwas kombinieren. Deswegen kann er da hinten auch nicht schneiden. Weil wir das irgendwo ranbinden müssen. Kann gut sein, aber da müssen wir noch irgendwas finden. Vielleicht da unten rechts? Kann ich nicht nehmen. Das kann ich auch nicht nehmen. Was liegt denn hier noch alles, ne? Halbtote Taschendecke. Sägeblatt. Nee, geht nicht. Nee, will er nicht. Achso, das Taschentuch. Das ist in einem sehr schlechten Zustand. Ah. Oh! Obsessed by such purity, he stretched out his arm and cut himself with the heated blade. At least he had fulfilled the rite. Only when he had seen his own blood pollute the limpid water, he realized he was drawing the truth to the truth. Dankeschön. Also, da hat sich jemand den Arm abgeschnitten. Was? Naja, da hat sich jemand. Nee, er hat sich was in den Arm reingeritzt. And cut himself with the heated blade. Genau, er hat sich mit der erhitzten Klinge irgendwas in den Arm geritzt und hat damit also das Ritual erfüllt. Endet er. Und nur als er das, als sein eigenes Blut gesehen hat, als es auf den, wie es das Wasser verschmutzte, konnte er realisieren, dass er die Wahrheit herausgefunden hat oder irgendwie sowas. Genau. Wie kriege ich das hier weg? So, das Vase kann ich auch nicht nehmen, kann ich nur angucken. Kannst du die zerschmettern oder irgendwie so mit irgendwas? Nee, oder? Nee, das, da ging es wahrscheinlich wirklich um die Blumen, ne? Ja. Warum die in der Dunkelheit blühen? So, Stuhl, Kisten, irgendwie was? Altes Fenster. Okay, alter Schrank. Alte Wasserstrahlsäge. Ich wollte jetzt hier nochmal gucken. Damit ist der brennende Ofen. Mit der Ofentür. Wir das irgendwie. Warte mal. Zum Beispiel mal so ganz einfach denken. Oh, hell goodness. Fuck. Wieso lachst du? Ist das daran so lustig? Das hat wahrscheinlich nur gewackelt, weil der Ofen jetzt kaputt ist und weil das hier okay. So Schlüssel nehmen wir mit. Das Schlüssel ist jetzt hinüber. Kaputter Ofen. Der Ofen ist kaputt gegangen. Wenn ich in diesem Zustand anzünde, fülle ich den Raum mit Rauch. Ich brauche etwas, mit dem ich ihn reparieren kann. Wieso will er den wieder anmachen? Weiß ich hier nicht. Unten auf dem Boden liegen total viele Teile. Warum nimmt er die nicht? Frag mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Schlüssel. Soll ich irgendwie reparieren? Weiß man nicht. Der eh hinführt, würde ich mal sagen. Ja, geh weg. Schlüssel. Hebel dich. Na, dann lass es mir. Okay, aber danach mach ich Schluss. Ja. Tu mich nicht mehr. Geh nur noch in den Raum. So.
Schienenröhrer Raum. Hier hängt Holzschuhe. Schön. Und ist auch Schuhe, alles ist gut. Ich sehe uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.